Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Alle guten Dinge sind drei, dachte sich auch Christopher Nkunku bei der Bundesliga-Wahl zum Spieler des Monats. Und ja, die hat er sich jetzt nun nach Februar auch für den Monat März verdient. Und wir schauen uns seine bereits 9. Spezialkarte in FIFA 22 im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 190 bis 200.000 Coins und das natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Ich möchte euch aber vorweg ja nicht die Entscheidung abnehmen, dass ihr den Spieler vielleicht nicht machen solltet, aber vielleicht einfach kurz der freundliche Hinweis, dass Bundesliga-Tots oder allgemein das Team of the Season steht bevor und Nkunku wird zu 99% dort, sagen wir 100% dort auch mit vertreten sein und deswegen wird er nochmal eine deutlich bessere Karte bekommen. Also von der Bewertung her bestimmt 93, 94, wer weiß, vielleicht sogar 95 oder 96. Wir wissen noch nicht, wie die Karten aussehen, aber die wird richtig stark sein. Und klar, 91 bewertet, jetzt auch eine Stürmerkarte, sieht schon richtig ordentlich aus, ist auch seine ja, beste Karte im Spiel natürlich. Und aber es wird eine Tots-Karte kommen, von daher, wenn ihr noch ein bisschen geduldig seid, vielleicht 3-4 Wochen bis zum Bundesliga-Tots, dann habt ihr nochmal, ja, nochmal die Creme de la Creme, wird natürlich auch nicht ganz günstig sein. Aber einfach hier der Disclaimer, er wird eine Tots-Karte bekommen und nicht, dass ihr euch im Endeffekt ärgert. Ärgern sollten sich auch diejenigen nicht, die bereits ja vielleicht die Februar-Karte von ihm gemacht haben oder die andere Karte, die mit einer 88er-Bewertung, also seine erste POTM. Ja, es ist halt so. Im Laufe des FIFA-Teils, ihr habt sicherlich einige Spiele mit ihm gemacht, von daher seid nicht traurig, dass ihr ihn abgeschlossen habt. Freut euch eher, dass ihr immer weiter gute und bessere Karten bekommt und ihr euer Team somit also upgraden könnt. Okay, wir haben hier auch wieder 4 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Wie gehabt, da hat sich auch nichts verändert. Natürlich von den Stats her so minimal überall ein bisschen besser und man muss sagen, ja, auf welcher Position kann er eigentlich nicht spielen? Ja, nur im Tor. Da ist er vermutlich auch ein bisschen, zu klein ist er nicht, 1,79 ist er, glaube ich. Ja, 1,79 ist er. Arbeitsraten Mittel. Ja, der sieht schon richtig stark aus und ich glaube, er wird jedes Bundesliga-Team von euch verbessern können. Ansonsten Passwerte, also ich muss da nicht viel zu sagen, das sieht schon absolut insane aus. Angeschnittenen Schuss hat er, Außenrissschuss, egal auf welcher Position ihr ihn spielt, ob jetzt vielleicht als ZM, vielleicht als, also als Achter, als Zehner. Auf dem Flügel, da bringt er auch genug Pace mit, wenn ihr ihm Hunter gibt. Ansonsten probiert es mal vielleicht mit einem Catalyst aus oder einem Engine. Aber ich glaube, Engine, ja, der ist schon beweglich genug, aber natürlich geht es dann noch ein bisschen besser. Das soll es soweit aber mit der kurzen Einschätzung gewesen sein. Jetzt schauen wir uns ja, die SBC-Lösungen an. Mal gucken, ob noch ein paar Packs zurückgibt. Ja, 3 SBCs sind es an der Zahl im ja, in der letzten SBC, da bekommen wir ein Prime Electrum Spieler Pack im Wert von 20.000 Coins und ein Jumbo Gold Pack im Wert von 10.000 Coins. Das andere Prime Spieler Pack, das kann man eigentlich vernachlässigen und rechnet euch bitte ja nicht die SBC jetzt dadurch ein bisschen schöner. Ihr müsst trotzdem erstmal natürlich ordentlich in Vorkasse gehen, ca. 190 bis 200.000 Coins für den Spieler, aber ja, er ist schon gut, muss man sagen, aber wie gesagt, er bekommt bald einen Tots. Die Bedingungen in der ersten SBC, Bundesliga mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung mindestens 84, Teamchemie 70 und hier natürlich wieder 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür 27 Tage Zeit, diese SBC abzuschließen und dann wird es vermutlich den 4. POTM von ihm geben. Und ja, legen wir jetzt aber mal los. Let's go. Und damit
haben wir die erste SBC gelöst. Und der Preis für die erste SBC beläuft sich auf ca. 43.000 Coins. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich mit der Frankreich SBC. Und hier benötigen wir neben den Franzosen noch einen Team of the Week Spieler. Ach ja, wie passend es doch ist, dass das beide Kriterien mit einem Spieler erfüllt sind. Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 65 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier wollen wir einmal fix durchgehen. Let's go. Und damit haben wir diese SBC schon gelöst. Ja, ihr braucht nicht zweimal Ibrahimovic und auch nicht zweimal Volland. Nur mal nebenbei noch erwähnt. Der Kostenpreis für diese SBC beläuft sich auf ca. 55.000 Coins. Und nun kommen wir zum Abschluss dieser SBC. Ich hoffe, das Video nimmt auf, denn ich habe hier keine Zeit, die weiterläuft. Egal, wir machen noch den Abschluss. Team of the Week, mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 55 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 95.000 Coins. Gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Macht ihn, wartet ihr, ja, oder seid ihr euch noch komplett unschlüssig? Also seid nicht traurig, falls ihr ja noch seine letzte Karte habt oder die vorletzte oder wie auch immer irgendeine Spezialkarte von ihm. Das ist auf jeden Fall jetzt die momentan beste und es wird noch eine bessere geben. Das soll es erstmal gewesen sein. Gerne liken, kommentieren und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.